Willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Eine Woche am Arm bedeutet, ich habe eine neue Uhr und meine neue Uhr ist die Decla Turbulenz Durchmesser 40 mm mit grünem Ziffernblatt, schwarzer hartstoffbeschichteter Lünette und einem Six-Steel gehärteten Gehäuse. Ich habe hier, da oben schon einmal Reviews zu Decla, insbesondere auch der Turbulenz, gemacht. Das ist die Uhr, die ich mir gebraucht zu einem ganz guten Kurs gekauft habe und werde sie jetzt eine Woche tragen und meine Eindrücke zu der Uhr mit euch teilen. Ein paar Sachen habe ich schon gesehen, die mir aufgefallen sind, aber darauf werde ich im Laufe der Woche im Detail eingehen. Es ist Mittwoch, Tag 1, wir haben 10 nach 12. Die Decla ist am Arm, 40 mm tragen sich sehr gut. Das Lederband der Decla ist vergleichsweise dick, aber das zeige ich euch gleich noch mal im Detail. Und viel wichtiger, ich zeige euch eine Neuerung, die ich bei allen meinen Uhren jetzt anfange einzuführen und ich bin total begeistert. Lasst euch überraschen. Ja, hier haben wir jetzt die Decla Turbulenz und wie gesagt, das Lederband ist durchaus eines der dickeren Varianten, aber es ist vergleichsweise weich und das finde ich sehr, sehr angenehm, trägt sich wirklich gut und angenehm. Ich mag das. Ich wollte euch aber noch was anderes zeigen und zwar geht es dabei darum, dass ich es nicht so furchtbar super toll finde, wenn das Saphirglas vom Fingerabdrücken verschmiert, verfettet und man die Schlieren sieht. Und deswegen habe ich etwas eingeführt und das zeige ich euch jetzt und das hat zu tun mit Autowachs. Man kann wahrscheinlich jeden beliebigen Autowachs nehmen. Ich nehme hier diesen und man braucht wirklich nicht viel, einfach nur ein kleines bisschen. Auf das Glas tun. Und das Ganze trocknen lassen. Und wenn es dann getrocknet ist, einfach mit einem kleinen, weichen Stofftuch wegpolieren. Und das Glas ist absolut super sauber, super clean. Es gibt keinerlei Abdrücke mehr und wenn, lassen wir den einfachen Wisch wegmachen. Absoluter Knaller für mich, finde ich super. Wir haben Mittwochabend kurz vor 12. England ist gerade glücklich, aber verdient weitergekommen ins Halbfinale, ins Finale. Und die Decla Turbulenz ist noch am Arm. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich etwas hin und her gerissen bin, was die Decla betrifft. Sie ist ausgesprochen angenehm am Arm, aber sie spiegelt unglaublich. Ich werde euch das im Laufe der Tage noch zeigen. Und es hat nichts mit der Behandlung des Glases zu tun, sondern die Entspiegelung ist nur auf der Innenseite und das macht sich gerade bei Sonnenlicht extrem bemerkbar. Ich werde in den nächsten Tagen noch Aufnahmen machen, in denen ich das zeige im Vergleich mit anderen Uhren. Ist mir bisher bei keiner Uhr so stark aufgefallen wie bei der Decla. Mir sind noch zwei, drei andere Sachen aufgefallen, aber auch die werde ich in den nächsten Tagen zeigen. Ja, Donnerstagmorgen, Tag 2. Meine Decla Turbulenz ist noch am Arm. Gestern hatte ich ja gesagt, dass sie bei Sonne ziemlich stark spiegelt und mich das stört. Heute kann ich sagen, in der Nacht ist sie wahnsinnig gut ablesbar. Ich habe keine Uhr, die so deutlich und so lange und so hell ablesbar ist. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Wirklich eine
Überraschung für mich, wie lange und wie hell die Uhr leuchtet. Wir haben Donnerstagabend, 11:55. Die Dekla Turbulenz ist noch am Arm. Die Uhr habe ich ja gebraucht gekauft, das hatte ich erwähnt. Und dabei war ein Lederband. Das Lederband ist nach meinem Dafürhalten von guter Qualität, trägt sich angenehm, aber die Kontrastnaht war eher cremefarben und die Zeiger und Indizes auf der Uhr sind hart weiß. Ich fand, das passte nicht gut zusammen. Deswegen habe ich auf ein Kautschukband gewechselt. Ich habe hier das Hirsch Pur Kautschukband. Der große Vorteil ist, jetzt kann ich die Uhr auch bei meinem Cardiotraining anlassen, was ich vor ungefähr 14 Tagen wieder begonnen habe. Hier seht ihr, wie ich nach 30 Minuten Cardiotraining aussehe. Nicht mehr ganz so frisch, aber das wird sich in spätestens 4 Wochen gegeben haben, wenn ich wieder im Training drin bin. Dann macht es auch wieder richtig Spaß. Im Augenblick macht es nur Spaß, angefangen zu haben. Ja, morgen geht es weiter. Wir haben Freitagmorgen, Tag 3. Ich habe meine Dekla Turbulenz noch am Arm. Und ja, ich werde in diesem Leben kein Freund mehr von Silikon- oder Kautschukbändern. Ich bin auf Canvas gewechselt. Mir ist ehrlich gesagt das Schwitzen unter dem Gummiband sehr unangenehm gewesen. Deswegen habe ich heute Morgen noch auf das Canvasband gewechselt. Kleiner, völlig unwichtiger Fun-Fact am Rande. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass ich beim Aussprechen des Namens manchmal zögere. Es gibt so ein paar Marken, die mit D beginnen, die alle ähnlich klingen und wo ich mich dann wirklich gedanklich immer sortieren muss. Das ist De Facto, das ist Dekla, das ist Damasco. Und da muss ich mich immer konzentrieren, dass ich die richtige nehme. Wahrscheinlich habe ich mich sogar mal versprochen oder werde es noch tun. Das ist also der Grund, weswegen ich manchmal zögere, wenn ich sage Dekla Turbulenz. Nicht, weil ich nicht weiß, welche Uhr ich am Arm habe, sondern weil ich versuche, mich nicht zu versprechen. Es ist Freitagabend, Tag 3, meine eine Woche am Arm und die Dekla Turbulenz ist noch am Arm. Ich habe gerade ein paar Aufnahmen gemacht, um mal die verschiedenen Spiegelungen einzufangen, habe dafür die Dekla Turbulenz genommen und die Guinan Flight Engineer und meine Sinn 910 SRS. Und subjektiv habe ich es so empfunden, dass die Dekla noch eine deutlich stärkere Spiegelung hat als die Guinan. Auch wenn das auf dem Film vielleicht nicht ganz so hundertprozentig rüberkommt, ist die Guinan doch besser ablesbar bei Spiegelungen. Unschlagbar, was Spiegelung betrifft, ist die 910 SRS. Dafür ist die Dekla nachts, was die Ablesbarkeit betrifft, der absolute Knaller. Ich habe keine Uhr, die so fantastisch gut, hell und vor allen Dingen auch lange nachts ablesbar ist. Ich bin total begeistert. Wir haben Samstagmorgen, wir haben 10.30 Uhr. Meine Dekla Turbulenz ist noch am Arm. Und ja, es ist manchmal schwer, etwas Neues zu sagen, aber eins kann ich sagen. Normalerweise lade ich meine Uhren mit extra Licht für die Nacht immer auf. Gestern habe ich das bei der Dekla nicht getan und sie war trotzdem die ganze Nacht fantastisch ablesbar. Hat mich echt überrascht. Bei allen meinen anderen Uhren kriegen sie nochmal eine extra Portion Licht für die Nacht. Bei der Dekla ist das nicht notwendig. Es ist Samstagabend, Tag 4, meiner eine Woche am Arm. Die Dekla Turbulenz ist noch am Arm. Sie war heute ein perfekter Begleiter durch meinen Tag. Der Tag war heute richtig, richtig angefüllt mit tollen Sachen. Ich erzähle heute etwas weniger über die Uhr, sondern ein bisschen was über meinen Tag. Ich war mit einer guten Freundin fast 2 Stunden im Wald mit dem Hund. Danach haben wir uns mit meiner Frau getroffen, haben Kaffee getrunken, lecker gegessen und das Ganze ging dann nahtlos über in einen wunderschönen Abend mit einem Longdrink, den ich quasi Standepede kreiert habe. Und zwar besteht der aus einem Zehntel Dry Gin, 2 Zehntel Sun Bitter, 3 Zehntel Orangensaft
und 4/10 Prosecco oder Sekt oder, wer es denn unbedingt mag, auch gerne Champagner oder Cremant. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr nach dem 5. Drink aufhört zu zählen. Das habe ich heute auch so gemacht. Mal gucken, wie es mir morgen geht und wie viel ich morgen auf die Kette bringe. Bis dahin, bis morgen. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Die Dekla-Turbulenz ist noch am Arm und ich kann ganz ehrlich sagen, nicht jeder Morgen ist ein schöner Morgen. Erstens habe ich ziemlich Kopfschmerzen, aber damit habe ich gerechnet. Und zweitens regnet es ganz ordentlich, damit habe ich nicht gerechnet. In jedem Fall, die Dekla macht alles mit. Und selbst mit einigen Cocktails intus ließe sich die ganze Nacht prima ablesen. Insofern alles in Ordnung. Ja, gerade ist Italien Europameister geworden. Meine Dekla-Turbulenz ist noch am Arm. Ich hatte heute einen wunderschönen Tag. Ich habe etwas gegrillt. Mir tut mein linker Uhrenarm richtig heftig weh. Ich habe heute eine zweite Impfung bekommen und jetzt kann der Sommer hoffentlich bald mit Sonnenschein ohne Regen weitergehen. Es ist Montagmorgen, 8:40, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Die Dekla-Turbulenz ist immer noch am Arm. Nach jetzt 5 Tagen bzw. am 6. Tag kann ich sagen, die Dekla ist eine unglaublich gute Alltagsuhr, flach, nicht zu schwer, angenehm zu tragen, macht alles mit, nachts super ablesbar und auch tags sehr, sehr gut ablesbar, wenn man von der Spiegelung absieht. Trotzdem ist es eine Uhr, die mich, und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt in meinen Beschreibungen, emotional nicht richtig anspricht. Also es ist eine wirklich super gute Uhr, aber sie, ja wie gesagt, es ist keine Uhr, für die ich mich hemmungslos begeistern kann. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Sie ist preislich sehr attraktiv, sie ist funktional super, sie hat mit dem gehärteten Stahl Features, die nicht jede Uhr hat. Die Ablesbarkeit ist toll und trotzdem, wie gesagt, keine Uhr, die mich wirklich auf der emotionalen Ebene erreicht hat. Es gibt aber eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte und das ist Folgendes. Ich habe ja die Variante hier mit dem Stahlgehäuse und der schwarz beschichteten Lünette. Und bei der schwarzen Hartstoffbeschichtung habe ich immer wieder Angst, dass die kaputt geht, dass die abblättert, das Metall durchkommt. Und je nachdem, wie man die Uhr dreht, hat man den Eindruck, dass das hier passiert ist, weil sich Licht im Saphirglas spiegelt und das sieht dann aus, als wäre die schwarze Hartstoffbeschichtung an einigen Stellen kaputt. Das ist aber wirklich nur das Saphirglas und nicht die kaputte Beschichtung. Ist mir immer wieder aufgefallen die Woche und das wollte ich gerne mit euch teilen. Wir haben Dienstagmorgen 7:30. Ich drehe es mal so, dass man es sehen kann. Genau, da haben wir es. Meine Dekla ist noch am Arm, die Woche ist um und es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Also, ich muss sagen, ich habe die Dekla gerne getragen, aber ich habe mich auch auf das Ende der Woche gefreut. Die Uhr ist sehr, sehr angenehm am Arm, ist nachts fantastisch ablesbar, ist auch von Spiegelungen abgesehen am Tag sehr, sehr gut ablesbar. Aber die Uhr hat mich nicht so in den Bann gezogen, dass es mir schwerfällt, wieder vom Arm abzutun. Ehrlich gesagt freue ich mich drauf, meine 910 SRS wieder an den Arm zu tun. Aber dass ich mit der Dekla nicht in eine heiße Liebe verfallen bin, liegt nicht an der Sinn. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. An der Uhr ist wirklich nichts falsch. Da ist nichts, was mich richtig stört. Und trotzdem ist es nicht die große Liebe geworden. Aber es ist eine Uhr, die ich problemlos jederzeit tragen kann. Aber wahrscheinlich nicht allzu oft freiwillig wähle, wobei ich überhaupt nicht sagen kann, woran das liegt. Ja, das ist also mein Fazit der Woche. Ein bisschen komisch normalerweise,
fallen mir spätestens nach einer Woche dann die passenden Worte ein. Bei der Dekla ist es leider nicht so. In diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.